Ja, so, wenn man es kann. Ja, wenn man es kann. Daniel, muss die Waffen sagen? Wegstecken vielleicht? Nee, nee, der klettert so normalerweise auch hoch. Und normalerweise packt er die Waffe dann ein. Ich muss mal mit dem Steuerkreuz ranlenken, das ist meistens besser. Und ja, jetzt Daniel. Springen! Nee. So, Daniel, geht's dir noch gut? Das ist, heute will er wieder nicht. Also, was heißt heute? Ich habe heute Morgen schon gespielt, da hat er ja super mitgemacht. So, halt dich doch mal da fest, Jung! The Bengel hier wieder. Das ist nicht nett. Die Rübe. Die Rübe. Oh, danke, dass du dich festhältst. Ich bin begeistert. So. Sieht auch ein bisschen sehr merkwürdig aus, wie er sich da so lang hangelt. Ja, okay. Ja. Vor allem so über... das könnte ich überhaupt nicht. Boah, über Kopf. Ich würde mich ja nicht mehr festhalten können. Das meinte ich da oben, genau. Da müsste das Rad sein, glaube ich. Das Grüne. Drehen wir am Rad. Irgendwas war da, glaube ich. Das ja! Mann, da hat Dave wieder recht gehabt. Er hat ein Gedächtnis, das ist nicht mehr normal. Ja, wenn du es nicht hast, irgendeiner muss es haben. Ja, einer muss es haben, richtig. Genau, und da kamst du nicht mehr da dran, so war das, genau. Du kamst nicht mehr an die Leiter dran. Ja, das sieht diesmal genauso aus. Warte mal, links, da ist da so ein Loch in der Wand, oder sieht das nur so aus? Das ist hier nur so ein bisschen verbuggt. Also nee, rechts jetzt. Ja, hier rechts. Meinst du. Nein, rechts. Rechts, da hinten in der Ecke, da wo es dunkel ist. Da sah gerade aus, wenn da links so ein kleiner... Nee, das ist alles nur Schatten. Das wäre auch ein bisschen zu klein für Daniel, ja. Ich hänge... Ja, Moonwalk! Dode. Hm? Ich bin unten. Ja, tja. Und nun ist er dode. Nun ist er dode. Hat sich die Kugel gegeben. Da ist sie dann hier verendet. Das ist Stück. Das ist wieder die Kameraperspektive. Ja, also eventuell seht ihr dann oder hört vielmehr dann auch einen Zwischenpart in diesem Let's Play. Wo ja, wir den dann werde ich, genau. Unsere ich alte Aufnahme, wir haben ja unseren Ton hatten wir ja aufgenommen. Ja, richtig. Halt nicht. Ich habe nur die Videodatei halt nicht aufgenommen, aber der Ton ist da. Genau. Von daher werde ich das auf jeden Fall zusammenschneiden, das denke ich schon. Ja. So, ich versuche gerade noch irgendwie Gegner hier aufzutreiben, weil ich habe jetzt ja schon 3 Seelen verloren und ich denke nicht, dass ich das dann regulär schaffen kann. Ja. Also den Kelch werde ich nicht kriegen. Also, oh. Ich glaube, im eigentlichen Let's Play warst du da ein bisschen besser, ja? Nee, da habe ich es auch ein paar Mal probieren müssen. Da haben wir es auch in der gemeinsamen Aufnahme nicht geschafft, den Kelch zu kriegen, das weiß ich. Ja. Das musste ich dann auch nochmal nachholen, aber das ist nicht das Problem, das werde ich dann irgendwie nochmal kriegen. Nee, ja. Aber ich will ja auf jeden Fall mit dir noch den Vampir-Level erleben, deswegen will ich das hier auf jeden Fall schaffen. Kommt er denn hier nach? Ich weiß gar nicht. Ob er jetzt direkt hier nachkommt, weiß ich nicht. Aber den werden wir bestimmt dann... Also so mit der Reihenfolge der Level, da bin ich mir auch nicht so sicher. Bei diesem irgendwie. Das kriege ich auch immer durcheinander, wenn ich ehrlich bin. So. Weiß gar nicht, ob ich das... Hatte ich das in dieser Aufnahme jetzt erwähnt oder vorhin hier? Dass ich mich auf das eine mit der Stadt freue, mit den Jack the Ripper da. Jack the Ripper, das kommt noch, aber das hast du, glaube ich, bei der ersten Aufnahme. Ja. Also in Kensington waren wir bereits, das war ja das... Ja, das ist ja ganz am Anfang, da bist du ja ganz am Anfang. Das zweite Level war das, genau. Ja, das erste eigentlich auch, das Museum ist ja in Kensington. Ja, so gesehen schon, und welches? Es gibt ja ein Level, das heißt extra Kensington, das meinte ich, und das ist das zweite Level. Ich habe gerade verstanden, es gibt ja ein Level, das heißt extra Kettensägen, ja, Kettensägen, das ist ein anderes Spiel. So, wollen wir mal das Rad einsetzen, meine Damen und Herren. Das Rad. So. Teichraumventil, genau. Schön. Das sieht einfach herrlich aus. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Den habe ich auch schon gebracht in diesem Let's Play. Ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber. Oh, wir haben noch ein Ventil gefunden. Wow. Gewächshaus. Es ist eigentlich sogar nett, dass die dir dabei sagen, wo das in etwa hingehört. Ich überlege gerade, wo das denn war, das Gewächshaus. Wo war denn noch? Für mich ist das alles ein Gewächshaus. Da war ich doch ganz am Ende war. Ja, das sowieso. Da oben war doch. Nein! Ach, verdammt. Entschuldigung. Ach, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Dann kann ich wenigstens nochmal eben gucken, ob hier vielleicht noch irgendwelche Gegner rumlaufen oder ob wir hier wieder. Ist aber schön idyllisch da mit den Parkbänken und so. Ja, ich finde das hier auch wunderschön. Und mit dem Loch da oben im Gewächshaus. Ich muss jetzt halt bloß noch einmal wieder komplett rumlaufen. Und das hier ist ja nur ein Schuppen gewesen. Das ist ja nicht das Gewächshaus, oder? Ich kann da mal eben reingucken. Ist auch ganz komisch irgendwie hier, dass du hast einen Himmel, aber der fängt erst ab einer gewissen Höhe an und vorher hast du immer nur schwarz. Das ist auch irgendwie eine interessante Mischung, die sie da haben. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das war einfach von der Grafik her nicht anders möglich. Ich glaube, das ist nicht mehr beabsichtigt. Zum Beispiel im allerersten Tomb Raider-Spiel, da hattest du ja auch überhaupt keinen Himmel. Da hast du einfach nur alles schwarz gehabt im Hintergrund. Das war wahrscheinlich auch am einfachsten. Ja, obwohl, ja gut, du warst auch oft in so Höhlen und so drin. Aber ja. Das war schon, ja.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn das erste Tomb Raider? Ist das vor diesem hier erschienen oder danach? Weißt ja, das ist 1996 ist das erschienen, ja, ja. Ah ja, okay. Das war letztens, glaube ich, auch unter einem Video von dir. War das sogar Rick oder so? Irgendeiner hier, Super Flash Crash, der sagte, glaube ich, Ach, hier ist was. Irgendwas, ja. Irgendwas sagte der auch, dass da irgendwie, ja, Spyro kam vor Tomb Raider raus. Und da dachte ich so, nee, das stimmt nicht so ganz. Oder Crash kam vor Tomb Raider raus oder so. Aber das stimmt ja nicht. That's not true. Nein, du stirb doch. Entschuldigung. Ich hab mich mal ein bisschen deprimiert, ich weiß. Ja, es ist teilweise auch ein bisschen deprimierend, wenn man die versucht zu retten. Ja. Und dann wollen wir einfach nicht. Das klingt. Nee, das ist ganz ehrlich. Nein, das ist wie so in so einem Drama auf ARD und ZDF wird das demnächst ausgestrahlt, der verzweifelte Rettungssanitäter. Ja, das sind immer die Leute hier. Da will man die immer retten und die wollen einfach nicht. Ja, das ist so der deprimierte Rettungssanitäter im Dienst. Demnächst auf Vox. Ja, auf Vogel, ja, gut, auf Vox. Ja. Auf Woggel. Woggel? Woggel. Guck mal, eine Seele gerettet, eine tot. Wuddel, Wuddel. Wuddel, der kam auch schon. Wuddel. Woggel. Der ist super. Aber einer, der kommt noch, den kennst du auch, den werden wir überhaupt nicht gemeinsam erleben. Hummel. Hummel. Genau. Hummel. Der ist super. Hummel. Hummel. Und ich habe noch einen entdeckt, den hat mir vorher nie aufgefallen. Ja. Und zwar, Oma freut sich, ja. Was soll er jetzt sagen? In Kensington war das. Da sind ja diese Typen, die immer diese anderen wiederbeleben können. Irgendwie so eine Zombie-Art, die dann die anderen Zombies immer wiederbeleben. Die Schaman-Opas da, ja. Ja, genau sowas. Und die machen die ganze Zeit. Das hört sich voll. Ich habe mich voll in die Ecke geschmissen. Das ist mir nie so richtig aufgefallen. Aber. Als wenn die so besoffen durch die Gegend laufen. Das klang sowas von genial. Aber ich fand ja früher, ganz früher fand ich ja diese, ganz am Anfang, die diese großen Blechsoldaten, die da im Museum rumlaufen da, die fand ich ja eigentlich auch ziemlich gruselig. Scheiße, ich hab jetzt im, ja, nee, ist ja schon. Ja, doch, ja, scheiße ja. Halt, ne? Ein Kristall, nee, doch nicht, ein Zimperschild. Ich hab gerade was verbaselt. Ich wollte hier noch gar nicht hin, das ist schon der Endbereich. Stimmt. Ich hoffe, ich kann aber im Nachhinein noch da wieder hin, wo ich gleich hin will. Ja, hier kommen jetzt jedenfalls nur Gegner und keine Seelen, die ich retten muss. Das ist schon mal was. Hattest du die Kia schon gefunden? Hier die ja, das kam ja auch schon ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang, wo man ins Museum praktisch zurückkehrt. Ah, ja. Und dann kommt man ja in diese unterirdischen Katakomben, was so ein bisschen nach Ägypten alles aussieht, wo auch diese, sind das Schakale oder diese Hunde jedenfalls, die einen da dann angreifen. Ja. Ja. Ja, ja. Daniel, wieso wirfst du deine Axt nicht mehr? Was ist dein Problem? Das macht meine Oma immer, macht das. Die meint immer so, ja, 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 ja. Ah ja. Ja, manchmal macht sie das. Ja, ne? Doch. Guck mal, er wirft die Axt nicht mehr. Daniel, was ist denn los? Es visiert an. Er wirft die Axt nicht. So. Ich drehe gleich am Teller. Die Axt ist in diesem Spiel echt gut, wenn man sie werfen könnte. Ja. Ich wechsle jetzt einmal die Waffe wieder zurück. Jetzt wirft er wieder. Also ein bisschen verbuggt ist das hier teilweise gerade. Naja, gut. Ah. Immerhin kann ich jetzt wieder die Axt werfen, das ist schon mal sehr schön. Naja, gut. Das klang schon wieder so ein bisschen wie der Typ von Peter Lustig. Ja, nur ist es tot. Naja, gut. Eier! Ich zermetzel die Menschen. Und ich liebe den Wind und den Blutduft. Der Wetterbericht kündigt eine kältliche Kälte an. Der Kältebericht. Stimmt. Der Kältebericht oder eine kältliche Kälte. Wie konnte ich mich da nur vertun? Ja. Ja, das ist ein fataler Fehler. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Aktenzeichen XY, ja. Das ist super, ja. Hier ist ganz schön viel los, aber leider reicht's nicht für den Kelch. Du weißt du was? Was denn?
alles das, worüber wir gerade sprechen, also zumindest ich jetzt für mich gesehen, so Zugzui und die YouTube-Kacke und sowas, das kann ich, glaube ich, damals, als wir das erste Mal hier kommentiert haben, noch gar nicht. Echt nicht? Nee. Das ist schon also, Dennis kannte ich nicht. Ja gut, den hast du ja auch durch mich so mit kennengelernt dann, ja. Richtig, richtig. Oh, Mann, jetzt kommt hier schon wieder so ein Viech. Ich frage mich gerade, wie der Kürbis durch dieses Tor durchgepasst hat. Das passt nämlich nicht. Das ist schon sehr merkwürdig. Hier ist die Tür wieder auf. Ja, ich kann wieder zurück. Das ist schon mal was. Mir fehlen praktisch noch zwei Gegner. Ach, die werde ich aber leider nicht finden. Ich habe jetzt 96%. Ja. Mein Tee ist leer. Und ich kann natürlich noch mal versuchen, ein bisschen hier rumzulaufen und vielleicht einen Gegner finden. Ob's von Erfolg gekrönt ist, weiß ich nicht. Das Problem hattest du beim letzten Mal auch. Ja. Ich weiß nicht. Auch an dieser Stelle. Hier wollte ich gar nicht. Ja. Ich ducke ja, mich dreimal. Ja, recht. Ja, weiß ich. Ja, ich war, ja, freilich, ja. Ja. Stimme. Ich wollte trotzdem nochmal. Der Hauptbahnhof in München. Ja. Wächst näher an die bayerischen Städte heran. Hier war ich nämlich noch gar nicht drin, da ist noch was zu holen. Ja. Und vielleicht sind da ja noch zwei Gegner versteckt, was ich aber nicht glaube. Sieht nicht danach aus. Ne? Ach, das war der Raum übrigens, den wir in der Cutscene gesehen haben. Stimmt, richtig. Ja, jetzt wo du es sagst, richtig. Da war der Tiger eingesperrt. Genau, ja. Oh, das war aber wichtig. Hier ist noch eine Energieflasche. Das war sogar wichtig, dass ich hier lang gegangen bin. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt recht entsinne, aber kann es sein, dass du die im Original-Let's Play damals nicht gefunden hast, die Energieflasche da? Doch, ich glaube schon. Deswegen konnte ich mich ja an diesen einen Raum noch erinnern. Ich wusste, dass da noch ein Raum war. Was da jetzt drin war, wusste ich jetzt eben zwar nicht mehr. Ja. Gebe ich zu. Macht er denn da immer, wenn er runterkommt? Ja, das Problem ist, dass immer, wenn ich runterfalle, schaltet sich mein Analogstick aus. Warum auch immer. Dann kann ich nicht mehr mit Analogstick lenken. Ich weiß nicht, warum. Wahre Helden fallen nie, sie stehen wieder auf. Ja. Also ich würde mich jetzt wirklich wahnsinnig freuen, wenn hier jetzt irgendwo noch ein, zwei Gegner respawnen würden, aber es sieht nicht danach aus. Weil dann könnte ich echt den Kelch noch holen. Aber ich zeige euch zumindest jetzt gleich nochmal eben, wo der Kelch ist, falls ich ihn in den Offscreen nachholen sollte. Dass ihr wisst, wo der ist. Nee, das mache ich jetzt ja nicht mit dir zusammen, das Offscreen nachholen. Ja, ich sag ja, was du wahrscheinlich wirst, Offscreen, ja. Ja, ich habe ihn verstanden, wahrscheinlich jetzt habe ich ihn verstanden, deswegen. Meinte ich, nee, jetzt nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen was erreichen heute. So, ich wollte nochmal in diesen Raum zurück. Definitiv. Definitiv nein. Nein. So, was isst du denn da gerade? Salzbrezel natürlich. Also das hat sich eben gesagt, als würdest du den Nuss knacken, deswegen. Ja, man nennt mich auch den Nussknacker. Natürlich. Zugkaffee, Barbie und den Nussknacker. Hab ich Angst. Ach, das wäre doch eigentlich auch was für dich, oder nicht? Das klingt etwas gruselig, aber... Ich meine, du hörst auch Benjamin Blümchen-Hörspiele und Bibi Blocksberg und Sabrina... Ja, schon, klar. Da ist die Nein! Doch. Ja! Jetzt drück dich nicht vor der Verantwortung. Ja. Wenn der immer so an der Kante steht... Steh doch einfach dazu. Einfach dazu stehen. Junge, das meine ich doch gerade gar nicht. Natürlich meinst du das. Nein, ich schimpfe mit Daniel. Ja, nein. Da, hier, Leute. Da ist der Kelch. Kölsch. Das Kölsch. Hier oben steht das Kölsch. Aber das Kölsch können wir noch nicht nehmen. Das ist ja auch geil, das Kölsch. Das Kölsch können wir noch nicht nehmen. Es ist noch nicht voll. Deswegen, wir können das Kölsch erst nehmen, wenn es voll ist. Vorher will Daniel das nicht haben. Geil ist das denn? Muss ich Kölsch. Wieder meine Urgroßeltern denken. Wir trinken auch nur Kölsch, ja. Nee, ich kam auch aus Köln, ja. Ach, hier wollte ich ja gar nicht hin. Nee, also wir müssen den Level jetzt Tatsache beenden, ohne den Kelch einzusammeln. Es tut mir leid, aber ich habe gesehen, wo er ist und ich hole ihn mir dann, wenn ich dann genug Seelen habe. Da muss also einfach mehr Seelen retten. Jetzt bin ich wieder falsch. Mehr Seele reinbringen einfach, immer mehr. Ja. Man kann nie genug Seele reinbringen. Das heißt, ich könnte da auch lang, aber nö. Du kannst auch jetzt einfach auf Level beenden gehen, oder nicht? Nee, ich habe den Level noch gar nicht beendet. Ja, aber du kannst ja den Kelch jetzt eh nicht einsammeln, also du könntest eigentlich... Nein, aber eigentlich... ich will zum Levelausgang, das ist schon richtig. Ach so, ja, ich dachte, es gibt vielleicht hier auch die Funktion, dass du dann sagen könntest, hier Level beenden im Menü oder so. Ja, schon, aber wenn ich das jetzt mache, dann ist der Level ja abgebrochen. Ich muss den Level ja regulär beenden durch den Ausgang, um das Level zu schaffen. Verstehst du? Es ist ja nicht so, dass ich das Level schon mal beendet hätte, dann könnte ich das vielleicht machen. Ja. Ja.
Oder ist das jetzt so verwirrend für dich? Nein, aber ich dachte nur, es lohnt sich ja nicht, weil du musst ja eh nochmal alles machen. Deswegen hättest du auch einfach jetzt abbrechen können. Ja, aber dann kommen wir doch nicht ins nächste Level, Junge. Ja, wenn ich jetzt abbreche. Ja, dann müssen wir denn jetzt nochmal eine halbe Stunde das hier spielen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch noch ein paar Level sehen. Oder? Wir wollen das nicht. Wir beenden jetzt dieses Level. Eben kurz. Oh ja, Digga, ist klar. So, mein Maus. Na! So. Und tschüss. So, haben wir es geschafft. Action. Des Professors Laboratorium ist wieder da. Mit wem? Kennst du seinen Namen noch? Darf ich auch noch rein? Was? Ja. Kennst du seinen Namen noch? Hamilton Kift. Ja, genau, Hamilton Kift. Oh, hallo Winston. Du bist bald gekommen, denn an deiner Stelle würde ich jetzt... Ach ja, genau, das kommt auch jedes Mal. Das ist total sinnlos, dass er mich das jetzt hier fragt, weil ich beim Betreten des nächsten Levels sowieso speichere. Ja, danke, Winston. Ah. Aber das hätte ich, glaube ich, gar nicht mehr jetzt auswendig gewusst, dass er Winston heißt. Oh, doch, das wusste ich sogar im ersten Part noch. Ich war relativ begeistert, ja. Aber nur relativ. Ich begrüße euch herzlich, aber nur recht herzlich. Wobei ich immer schwanke zwischen Winston und Vincent. Ah. Ja. Es sieht so aus, als müsste ich gleich hier den Kampf vorbereiten. Das ist ein Level, was ich nicht habe. Professor? Professor? Du bist nicht hier. Wo sind Hallo? Sie? Ja, ich will doch was. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will doch was zu meinem Kelch haben, doch, aber ich habe ja gar keinen. Ist doch auch klar, warum der nicht da ist. Der ist doch da bei der Passform für den Kämpfer, für den Boxer. Oh Gott, das tatsächlich. Dan, keinen Moment zu früh. Palehorn greift mit voller Wucht an und Kia berichtet, dass er ein riesiges Monster erschaffen hat, das uns alle zerquetschen wird. Unsere einzige Hoffnung ist, unser eigenes Monster zu bauen. Und mit Kias Wissen über Einbalsamierung können wir das auch. Ich habe bereits einen Kopf, aber ich brauche mehr Gliedmaßen. Gliedmaßen, Dan. Es ist mir gleich, was du tun musst, um welche zu besorgen. Wir brauchen Gliedmaßen und zwar schnell. Ziehe dich nicht so, Fortescue. Bring mir lieber Gliedmaßen, eins nach dem anderen. Lege sie auf den Tisch und wir erschaffen unser eigenes Monster.